Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, die Streifenhörnchen sind unterwegs. Genau. Zufälligerweise hat sich das so ergeben, ganz unabgesprochen. Genau. Und jetzt fahren wir in die Stadt nach Hanau, weil heute Nachmittag soll es regnen, unangenehm werden. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir lieber vormittags irgendwas. Genau. Und da wir keine zündende Idee haben, haben wir gesagt, wir fahren nach Hanau. Wir frühstücken irgendwas und dann werden wir was einkaufen. Wir frühstücken irgendwas. Ja, wir werden vielleicht wieder eine Currywurst essen. Das kann schon gut sein. Später wird es so sein, ich gehe heute Abend essen. Ja. Till darf leider nicht mit, weil es mit meinen Faschingsmädels ist. Genau, ich habe hier nur die Musik gemacht. Ich bin unwichtig. Ja, aber ich kann ja nicht einfach einen Mann mitnehmen und die anderen nicht. Das geht natürlich nicht. Die anderen haben keine Musik gemacht. Die anderen haben aber auch vielleicht jemanden, den sie mitbringen wollen. Und das, ich kann ja nicht sagen, hoch, ja, dann heute, die ich Musik nehme halt machen. Till dann, mit. Nein, dann sollen aber die Musik ihr dürft machen. Nicht. Ja. Ich werde es so sagen. So, heute haben wir es 10 Grad wärmer mindestens als das letzte Mal. Ja, es ist auch viel mehr los heute hier. Es ist hier. Viel mehr los. Und die Sonne kommt raus. Ja. Wir sind draußen. Das sieht schick aus. Kinder der Nacht. Gut, dann schauen wir mal. Ich muss erst mal ein bisschen Cash holen, naja. Damit ich mich hier, ihr wisst schon, austoben kann. Hatte gerade eben ein bisschen was von der Lindenstraße. So der Bus, der abbiegt und dann der Radfahrer. Sehr lustig. Hinter uns wieder Bayer's Imbiss. Und wir haben gedacht, wenn wir hier sind, dann müssen wir das machen. Auch wenn ihr es letztes Mal schon gesehen habt. Genau. Wir machen es trotzdem und dann können wir noch ein bisschen einkaufen. Außerdem ist es heute viel angenehmer, weil es nicht so kalt ist. Ja. Es ist fast ein bisschen sommerlich. Ich schwitze ein bisschen in meinem Schal. Ich glaube, ich kann den sogar ausziehen. Ja. Naja. Also, hier. Guten Apo. Was war bei bedeutend mehr los heute. Ein wildes Gewusel vor einzelnen Ständen. Ja. Und ich habe festgestellt, es gibt doch tatsächlich schon den ersten Spargel, aber noch sündhaft teuer. 9 Euro für 500 Gramm gebe ich jetzt noch nicht aus. Nee, nicht wirklich. Das muss jetzt noch nicht sein, ne? Aber lass uns nochmal hier. Oh, hier Rentner rempeln sich gegenseitig an den Ständen. Sodom und Gomorra. Geil. Das ist sehr schön. Hinter uns Blume 2000. Was da ziemlich geil dran ist, also 1900 irgendwann, also 1980, 1990, klang das wahrscheinlich mal geil und total futuristisch. Ja, 2000, das war noch total lange hin. Das ist der Blumenladen der Zukunft. Ne? Und jetzt? Jetzt 2018. Klingt nicht mehr ganz so geil. Gerade war es süß, ist mir auch noch nicht passiert. Wir hatten gerade gevloggt hier vor Blume 2000 und dann kam so ein kleines Mädchen und dann, seid ihr YouTuber? Und ich so, ja, dann krieg ich eine Unterschrift. Ich so, ja, ich habe leider keinen Stift dabei, wenn du einen hast, gerne. Also die wollte nicht wissen, was für ein Kanal und wer ich bin. Das ist auch egal, aber du hast ja die Kamera genau. in der Hand gehabt. Hauptsache eine Unterschrift. Das ist so geil. Und ich hatte keinen Stift dabei. Ich hätte mein erstes Autogramm geben können. Ja, scheiße. So, und jetzt holst du sich noch ein Käffchen. Ja, wenn ich vielleicht irgendwo einen bekomme. Es gestaltet sich manchmal schwieriger, als man denkt.
aber ich gebe nicht auf. Wird schon. Das Kunst oder kann das weg? Ja, Angie lässt sich da hinter mir gerade quälen. So ein bisschen Augenbrauen stutzen mit einem Faden. Total interessant. Ich als Mann, keine Ahnung von. Hallo, bitte schön. Ja, tat's weh? Ja. Ja? Hier der untere Teil, der tut immer Schweineweh. Da ist die Haut halt total empfindlich. Oben ist nicht so schlimm. Aber ich denke mir, die säbeln mir quasi alles weg. So fühlt sich das jedenfalls immer an. Naja. Aber es ging schnell. Wer schön sein will, muss leiden. Richtig. Dafür habe ich jetzt wieder schöne Augenbrauen. Wir gönnen uns einen frischen Saft. Ja. Lecker Saft von Emilias. Genau. Ja, wir durften komplett drehen. Das finde ich immer sehr freundlich. Und ja. Von da an... vielen, vielen Dank dafür. Danke. Und kommt unbedingt hier mal vorbei, weil die Säfte sind wirklich mega lecker. Und die Emilia ist auch super nett. Genau. Ich werde es jetzt das erste Mal probieren. Also. Mhm. Oh, ich mag das total gerne. Total frisch. Fresh. Ja, geil. Also, vorbeikommen. Vorbeigehen. Das war unser kleiner Ausflug nach Hanau. Mhm. Und naja, jetzt gehen wir schnell was einkaufen für morgen. Und dann geht's erstmal wieder Heme. Genau, kochen haben wir gerade gesagt, werden wir heute Mittag nicht, weil wir haben jetzt die Currywurst gegessen und eigentlich bin ich jetzt auch noch satt. Später gehe ich ja noch essen und Till bestellt sich später eine Pizza, während er auf mich wartet. Dann brauchen wir jetzt nicht extra kochen, aber für morgen müssen wir auf jeden Fall was einkaufen. Genau, das machen wir jetzt. Und das machen wir jetzt. Ich habe gerade Angies kleine Filmschule durchlaufen. Nein, doch. Ich sagte nur... Wenn wir hier auf der Couch sitzen, dann hält er die Kamera immer so von unten. Das sieht immer aus, als habe ich einen Busen in Größe Doppel-D. Ja, weil er das immer so von unten nach oben filmt. Ich habe gesagt, bitte, halt die doch einfach mal ein bisschen mehr nach oben. Also normalerweise, ich halte sie ja nicht nach unten. Ich halte sie ja eigentlich so mehr auf Gesichtshöhe. Aha. Von mir. Gesichtshöhe. So, mhm. Also wenn ich jetzt, ich zeige euch das mal. Wo ist mein Gesicht? So? Ja. So. So? So. Ach. Ist ja auch egal. Wenn du hier alleine sitzt, zeigst du ja auch nicht deinen Bauch. Nein, meinen Bauch zeige ich aber so auch nicht. Ja, das ist aber auch Männer halt. Ist ja auch egal. Ich wollte das nur mal anmerken, ja, dass es ja immer irgendwie vermittelt wird, ich hätte... Die kleine Filmschule. Wir satteln jetzt die Hühner. Und fahren zu Angie, weil von da aus startet sie dann zum China-Buffet. Und ich bleibe alleine auf der Couch. Ja, heul doch. Hast du vorhin schon geheult? Wir wissen schon, dass er gerne mitgehen würde, aber nicht darf. Ich könnte einfach hinfahren und mich an einen Einzeltisch setzen. Finde ich auch sehr, sehr geil. Komm, du hast dafür schon gerade eine ganze Toblerone gegessen. Eine von den Kleinen. Sie war so groß. Ist nein, war sie egal. Nicht. Doch, war sie. Wollen wir die Verpackung... Frauen ist und ja Größe. Auch, ist ja. Hallo. Das sagt der Richtige. Ja, auf jeden Fall. So. Wir fahren dann gleich mal. Sie lässt mich alleine.
Ich lass dich nicht alleine. Er ist schon wieder die ganze Zeit am Rumheulen. Ich bin hier, du gehst zum China-Buffet und ich muss verhungern. Nein, er muss ganz bestimmt nicht verhungern. Er wird sich jetzt eine Pizza bestellen oder was auch immer. Oder ich gehe zum Asia-Buffet. Das wirst du nicht machen. Weh, so draußen mit der Kamera, ich werde dich umbringen, ich sag's dir. Aha, triffst dich mit einem anderen, ha? Ist gar nicht deine Mädelsgruppe. Jetzt hör auf, so traurig zu gucken. Das ist ja fürchterlich. Bis später. Mach das Licht hier aus. Ja, tschüss. Ich esse gerade meine Pizza hier alleine. Und dazu habe ich mir eine Dose Cherry Coke aufgemacht. Und man sieht, die hat so einen Aufkleber. Das heißt, die ist keine deutsche Dose. Ich weiß nicht, woher sie importiert ist, aber sie schmeckt viel, viel geiler als die Cherry Coke, die wir hier verkauft bekommen. Also, schon krass. Viel intensiver nach Kirsch. Geil. Ich fahre voll drauf ab. Gut, ich esse jetzt zu Ende und warte, dass ich nicht mehr alleine bin. Ich kann es hören, sie kommt. Sie kommt. Ich kann es hören. Welchen letzten Hund würde ich hier mit wedelndem Schwänzchen stehen? Aber hallo. Ich bin ja kein Hund. Was ist denn hier los? Werde ich erwartet? Ja. Ich bin etwas spät. Na, bist du satt? Ja, sehr, sehr satt. Du nicht? Doch, ich bin auch satt. Hast du? Ah, ja, ist doch gut. Ja. Ich bin nur etwas später als gedacht, aber... Tja. So sind sie, die Frauen. Ich schwitze, ich muss mich ausziehen. Alles klar, zieh dich aus, ich komme gleich nach. Nein, nur Spaß. ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich meine, es war ein ereignisreicher Tag. Wir waren in Hanau auf dem Markt, wir waren im Forum. Du hast Pizza gegessen. Genau, und Cola getrunken. Super. Und jetzt reicht's für heute. Ich auch sagen. Genau, wir sehen uns. Schimpfen. Was? Du wirst wieder schimpfen, wenn du das alles zusammenfuddelst. Och, es geht. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.